ได้คุณครับว่ามันเป็นอะไรกันครับJa, hallo Leute, ich melde mich mal wieder hier aus meinem Lieblingscafé und zurzeit lese ich ein Buch, das heißt Die schwarze Rhetorik. Manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Von, haltet euch fest, Vladivask Schakonischneckenschlachlet, ich kann den Namen nicht aussprechen, irgend so eine Ukraine, keine Ahnung. Und es ist natürlich ja, schon ganz durchwachsen, schön. Man muss da schon ethisch, ja, wie soll ich sagen, sehr tolerant sein, wenn man ihm seine ganzen Ratschläge dabei folgen möchte. Auf jeden Fall, was ich sehr gut finde hier auf Seite 187, Verzerrung Nummer 12. Die versunkene Kostenfalle, also Sunk-Cost, das Prinzip der Sunk-Cost, das kann man zum Beispiel auch aufs Investieren beziehen, beziehungsweise aufs Traden oder Aktien kaufen und all diese Sachen. Das hätte mir mal einer beibringen sollen, als ich 20 war. Bringt dann auch so Beispiele, wo man sagt, naja, wenn du jetzt im Seminar zum Beispiel 300 Euro bezahlt hast und du dir fällt, sagen wir mal, nach einem Viertel der Zeit, bist du davon überzeugt, dass dir das Seminar gar nichts bringt, dann machen halt viele Leute so, dass sie trotzdem das Seminar noch bis zum Ende durchziehen, weil sie halt die 300 Euro bezahlt haben und das Geld weg ist. Aber besser wäre es, einfach aufzustehen und zu gehen, weil das Geld so oder so weg ist, also Sunk-Cost-Prinzip, und einfach was anderes zu machen, was dich weiterbringt, ja, also was nützlicher ist, was sinnvolleres mit deiner Zeit verbringen, wenn du davon überzeugt bist, dass das Seminar, wo du 300 Euro für bezahlt hast, dir nichts bringt. Also das ist sozusagen hier so ein Beispiel, das er bringt, und ich denke, das machen viele falsch, glaube ich, da hat er recht. Stimme ich ihm zu, und das habe ich auch oft falsch gemacht. Ich bin auch so erzogen worden letztendlich. Sozusagen, also immer schön den Teller bis zum Ende aufessen, ja, auch wenn es scheiße ist, so ungefähr. Ja. Also so typisches Flüchtlingskind halt bin ich. Ja. Naja. Ja, das finde ich ganz gut, habe ich mal hier so rausgepickt aus diesem ganzen Buch, also ich zeige es nochmal. Und vor allen Dingen, der Typ ist zwar schon auch ein bisschen arrogant, und er beschreibt dann auch diese Oberflächlichkeit, ja, wie wichtig es ist, wie du dich kleidest und wie wichtig es ist, auf welcher Uni du warst, welches Auto du fährst und all dieser Bullshit. Aber es ist halt viel Wahrheit dabei, ja. Ist halt leider so, unsere Gesellschaft ist halt so ein komischer Dschungel, ja, da wo das eben immer eine Rolle spielt. Da sieht man auch in diesen ganzen YouTubern mit ihren Ferraris und Lamborghinis, die da durch die Gegend geigen, und was die für einen Zuspruch dann haben, obwohl sie ihre ganzen Abonnenten meistens nur abziehen. Ja. Also letztendlich ein Bauernfänger halt sind. Ja. Das ist recht offensichtlich für jemanden, der bis 3 zählen kann, aber viele Leute fallen halt doch drauf rein. Na gut. Das war's für meine Buchempfehlung für heute aus meinem Lieblingscafé. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.